Eines der wichtigsten Beispiele für die Abstraktion in der Programmierung sind Algorithmen. Aber was sind Algorithmen genau? Ein Beispiel für Algorithmen, die uns im Alltag begegnen, sind zum Beispiel Kochrezepte. Kochrezepte geben Schritt für Schritt Anweisungen bzw. Handlungsvorschriften, wie ein Gericht zubereitet wird. Bei einem klassischen Wiener Schnitzel würden wir zuerst das Fleisch klopfen, es salzen und pfeffern, dann in Mehl wenden, in Eier durchziehen und schließlich in Bröseln wenden. Zu guter Letzt würden wir das Öl erhitzen und die Schnitzel goldbraun ausbacken. Wie beim Kochen die einzelnen Schritte eines Rezepts abgearbeitet werden, so kann man einen Algorithmus in der Informatik als Anleitung zur Umsetzung und Lösung von Problemstellungen bzw. Aufgaben verstehen. Allgemeiner gesagt ist ein Algorithmus eine aus endlich vielen Schritten bestehende eindeutige Handlungsvorschrift, also eine Beschreibung von Handlungen und ihrer Abfolge zur Lösung einer Aufgabe. Das kann eben, wie vorhin erwähnt, ein Kochrezept sein oder eine Anleitung für den Zusammenbau eines Möbelstücks oder in der Programmierung zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anweisung für die Suche nach der größten Zahl in einer Liste. Auch unser Beispiel mit Max kann man als Algorithmus sehen und daraus ein Computerprogramm schreiben. Denn es sind endlich viele eindeutige Schritte, die er benötigt, um die Aufgabe zu lösen. Die einzelnen Schritte ausformuliert, könnten zum Beispiel so aussehen. Wiederhole diese Schritte, solange noch nicht alle Personen gefragt wurden. Frage die nächste Person nach dem Alter. Merke dir die Zahl. Falls die neue Zahl größer ist als die bisherige größte Zahl, notiere die neue Zahl als größte Zahl. Sie sehen, das Beispiel lässt sich schön in endliche, eindeutige Schritte schreiben. Gleichzeitig ist ein Algorithmus nur ein abstraktes Konstrukt. Also manche Details werden verschleiert. In unserem Algorithmus sehen Sie zum Beispiel nicht, wie die nächste Person gefunden wird oder auf was die neue Zahl notiert wird. Denn das sind Teile, die nicht wesentlich sind, um das Problem zu lösen. Der Algorithmus ist also das abstrakte Gegenstück zu einem bestimmten Programm bzw. zu einer konkreten Ausführung. Das Programm kann man hierbei als eine mögliche konkrete Form des Algorithmus sehen. Natürlich ist der aufgeschriebene Algorithmus nicht die einzige Möglichkeit, die älteste Person zu finden. Genauso wenig, wie es nur ein Rezept für ein Gericht gibt. Ein Algorithmus ist nur eine Möglichkeit von vielen, das Problem zu lösen. Aber warum reden wir von Algorithmen? Was ist an ihnen so wichtig? So wie die gleichen Rezepte in verschiedensten Ländern, Restaurants oder zu Hause verwendet werden, so kommen Algorithmen so gut wie überall im Hintergrund von elektronischen Geräten vor. Angefangen vom Auto über das Smartphone bis zu Haushaltsgeräten wie der Mikrowelle, Geschirrspüler oder Waschmaschine laufen überall Programme, die wiederum eine Ansammlung von Algorithmen sind. Je mehr Algorithmen Sie kennen und auch selber formulieren können, desto leichter wird es Ihnen fallen, zu programmieren. Da die Informatik ein sehr flexibler und intuitiver Bereich ist, gibt es fast immer mehrere Wege oder Lösungsansätze für ein Problem. Versucht man, bestimmte Anwendungsprobleme mittels eines Algorithmus zu lösen, findet man daher meist viele Wege, um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Speziell für häufig auftretende Problemstellungen gibt es bedeutende und beliebte Algorithmen, die diese Probleme besonders effizient lösen. Solche Problemstellungen sind etwa das Sortieren oder Suchen.